Hallo und herzlich willkommen im Wunderkessel. Ich bin Kai und ich buttere gerade eine Auflaufform. Denn heute gibt es ein Rezept von unserem Wunderkessel-Forum-Mitglied Luna 1960. Und zwar machen wir heute Pflaumen-Crumble. Ja, Crumble, das ist ein Dessert und das bekannteste wahrscheinlich ist der Apple Crumble, also mit Apfel. Wir machen es heute mit Pflaumen. Crumble, denken ja viele, ist ein Wort aus dem Englischen. Mein lieber Freund Jan Schäfer hat mich allerdings belehrt, dass das Wort Crumble eigentlich aus dem Saarländischen stammt. Denn im Saarländischen heißt krumpeln, verknicken. Also wenn etwas verkrumpelt ist, dann ist es zerknickt und durcheinander und verkrumpelt halt. Es gibt kein anderes Wort. Also machen wir quasi heute ein typisch saarländisches Dessert. Pflaumen-Crumple. Wir beginnen zuerst mit den Crumples, also dem verkrumpelten Zeug. Dazu nehmen wir 150 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl, dann einen guten Teelöffel Vanillezucker, ein klein bisschen Zimt, wenn man das mag. Ich mag Zimt. Und 150 Gramm Butter. Schön. Voilà. Deckel drauf. Und das Ganze vermischen wir jetzt bei Stufe 5. So lange, bis es krumpelt. Also durcheinander ist. 0 Grad, ne? Also keine Gradzahl eingeben, einfach nur Stufe 5 und dann krumpeln. Ja? In der Zwischenzeit könntet ihr zum Beispiel den Backofen vorheizen. Das habe ich bereits getan auf 180 Grad oder die Pflaumen entkernen. Das ist 1 Kilo Pflaumen. Die füllen wir jetzt hier schon mal in die bereits gebutterte Auflaufform. Guck mal, wie es krumpelt. Ja, muss noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen krumpeln. Tür auf. Ja, krümelig und in Stückchen. Die ganzen Streusel, das verteilen wir jetzt einfach ganz simpel hier drauf. Auf den Obstgarten hier. Nehmen wir hier was raus, da so ein Löffelchen oder so. Na, das geht damit auch ganz gut. So. Ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Streuselkuchen, glaube ich, ne? Oder? Weiß ich nicht. Ich bin ja kein Bäcker. Kann ja nicht backen. Nicht wirklich. Also, ich muss ja immer wieder mal, aber können ist anders. So, und wenn der Backofen dann vorgeheizt ist, das dauert noch ein paar Minuten, kommt das Ganze einfach 30 Minuten in den Backofen und dann ist fertig. Es ist soweit, der Crumble ist fertig. Ich kann es kaum erwarten, es riecht nämlich fantastisch und es sieht auch richtig gut aus. Alles schön vercrumpled. Ich muss da jetzt mal so einen hier oben probieren. Mmh, das ist echt gut. Mmh. Ja, im Forum, die wissen schon, was gut ist. So, jetzt weiß ich mich nur, wie man das hier rauskriegt. Nee, es ist eh crumpled, es ist eh alles durcheinander. Deswegen hole ich das jetzt einfach mal hier so raus und schmeiß das einmal hier über die Arbeitsfläche und den Rest auf den Teller. Das sieht echt lecker aus und es riecht auch wirklich gut. Bin gespannt, wie sich das jetzt mit den Pflaumen, wie gesagt, mit Äpfeln habe ich das schon mal probiert. Aber wie das jetzt mit Pfläumchen schmeckt, werden wir gleich sehen. Das ist bestimmt eine sehr schöne Alternative, die uns Luna 1960 hier geschickt hat. So, ein bisschen durcheinander hier, aber es ist ja auch Crumble. So, mal aufpassen, ist bestimmt heiß. Mmh.
Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zimt dran gekonnt. Das passt sehr gut mit den Pflaumen. Aber erstmal probieren. Das ist echt gut. Wirklich. Also jetzt gerade so mit den Pflaumen und so, wie gesagt, Zimt könnte man echt ein bisschen mehr dran machen. Ich mag ja Zimt. Hat schon fast sowas so wie ein Herbst-Weihnachts-Dessert. Wobei man kann das ganze Jahr über essen. Schmeckt nämlich echt gut. Heiß ist es noch. Frisch aus dem Ofen. Aber es hat sich wirklich gelohnt, das nachzukochen. Das solltet ihr auch tun. Nachkochen. Ja? Nicht nur dieses Rezept, sondern vielleicht auch die anderen Rezepte aus unserem Kanal, aus unserem Forum. Wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, solltet ihr das ganz schnell tun. Vorher allerdings hier den Kanal noch abonnieren, denn hier kochen wir für euch die besten Rezepte aus dem Wunderkessel Forum. Wie zum Beispiel den Pflaumencrumble. Ich bin begeistert. Weiß nicht, ob ich das jetzt alles packe, weil das ist jetzt mit der Butter und so. Das ist schon massig. Also man braucht, glaube ich, gar nicht so viel. Wenn euch das Video gefallen hat und euch das Gericht geschmeckt hat, dann schickt mir doch ein Like. Wenn euch irgendwas nicht passt, hey, schreibt es mir runter in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, wie man Crumble zubereiten kann. Natürlich, weiß ich, geht das Ganze auch ohne unseren Wunderkessel, aber mit ist es einfacher. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß und guten Appetit.